jetzt in Schweiz, in Zürich angekommen. Und heute gibt es einen Vlog aus der Schweiz, aus Zürich. Mal schauen, was heute so alles geht. Also ich sag so, schon gleich erster Eindruck. Mies voll, geiles Wetter, Bus geht raus, Wetter macht mit. Und hier ist Normalität, Restaurants, alles hat hier offen. Man kann sogar drinnen hier essen. Also ehrlich, mal schauen, was so geht heute. Ich hoffe, das reicht für einen Mittag. Das sind 100 Euro. Mit Abzug irgendwie 91 Euro. Währung, bla bla bla. Lass mal schauen, wo ich was essen kann. Man kann sagen, was man will, aber hier ist die Normalität eingetroffen, die leider in Deutschland noch nicht eingetroffen ist. Gar nicht, wie ungewohnt, das ist alles offen. Shoppingzentrum, Restaurants, Dinge, man muss auch kaum Maske tragen, man muss schon Maske tragen, aber nicht überall. Alles hat offen, also wirklich alles. Museum, Digga, Shoppingzentrum, das ist so ungewohnt. Und ich finde kein Restaurant, wo ich essen kann jetzt. Der, ich will sitzen und essen, alle Restaurants voll besetzt und hier sind so viele. Der, und hier ist so voll, so ungewohnt. In Deutschland immer noch, nach 7 Monaten immer noch Lockdown, fast alles so mit Termin und Scheiß. Hier nicht herrlich. Überall fette Autos, G-Klasse, Porsche, BMW, Ferrari, Audi. Hier sind nur fette Autos. Also wir fahren nur fette Autos. Nur. Hier steht einfach mal so ein Ferrari, ein Audi. Nochmal ein Porsche. Was ist das? So, bin jetzt angekommen, habe jetzt was gefunden, habe mir schon was bestellt, schöne Aussicht. Und jetzt warten, bis Essen kommt. So, Essen kam an. Schönen Burger bestellt. Pommes. Genau. 40 Franken für die Portion. Bruder, muss los, Digga. Einfach 40 Franken dafür gezahlt. Das sind ungefähr 37 Euro oder so. Naja, also, Mahlzeit. Fertig gegessen. Jetzt, liebe Leute, mache ich einen kleinen IRL-Stream auf meinem Gaming-Kanal. So, nur einen kleinen 10, 20, halbe Stunde. Genau. So sieht's aus und dann sehen wir uns wieder. War ein geiler IRL-Stream, Kappi. 10 Minuten hat nur geleckt. Ja, geiler IRL-Stream gewesen, Kappi. Aber ja, erstmal schauen, wo es lang geht. Hab Bock, irgendwie zu shoppen zu gehen. So voll habe ich es letztens vielleicht vor 8 Monaten gesehen. Nicht mehr normal, was hier abgeht, Jungs. Einfach mal wieder in Snipes reingehen, ohne dass ich einen Scheißtermin machen muss und mich testen lassen muss. Ja, machen die wirklich nicht, oder? Einfach Döner in Streifen. Machen die nicht wirklich. Drecksdönerladen. Die machen. Ach nee, haben die nicht gemacht. Haben die nicht gemacht. Oh, Jungs, hab langsam keinen Bock mehr. Als Footlocker und Snipes einmal drin, aber nichts Gescheites. Es geht nur in Sahara. Vielleicht noch Starbucks und dann zieh ich durch. Keine Lust mehr. Feierabend dann. Ja, guckt euch mal den geilen Trainingsanzug an. Aber fast 400 Franken. Ja, so läuft YouTube dann halt auch nicht mehr. Aber boah, Junge, der sieht schon mies aus. Oh, ja, Mann. Bin ich wieder beim Bahnhof. Sehe mich im Zug, da wo ich mein Apartment gemietet habe, Kappi. Ja, ich habe ja noch eine neue Hose gekauft. Was schätzt ihr, wie viel die Hose gekostet hat? Genau, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen aus Zürich.
ich muss sagen, wunderschöner Ort, Digga, hier ist auch alles sauber, aber einfach nur Bonzen, Leute und einfach jeder, Alter, was für fette Autos hier fahren, also alle fette Autos von Ferrari bis Porsche und allen drum und dran. An der Stelle, Leute, würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao.